Okay, wir haben ja jetzt bereits schon unsere Grundelemente der Geometrie definiert und jetzt will ich natürlich auch gucken, dass wir damit noch irgendwas Sinnvolles anstellen. Und deswegen habe ich mir überlegt, Punkte zu untersuchen ist wahrscheinlich recht langweilig. Da kann man nicht allzu viel mitmachen, außer sind Punkte ja immer mit involviert, wenn wir eine von den anderen drei Elementen auch nehmen. Und Strahlen und Geraden, naja, die sind halt unendlich und unendlich ist ein ziemlich schwer fassbarer Begriff. Also gucken wir uns in diesem Video einfach mal ein paar Strecken an. Und um genau zu sein, sind natürlich Strecken per se wahrscheinlich auch nicht sehr interessant. Also ich zeichne mal nochmal eine Strecke hin. Also ein Punkt. Zack, zwei Punkte. Also diese Strecke A ist verbunden mit durch zwei Punkte. Und wie gesagt, jetzt können wir uns natürlich hier irgendwelche Strecken untersuchen und eine Strecke zu untersuchen, ist vermutlich auch genauso langweilig wie einen Punkt zu untersuchen. Deswegen nehmen wir noch eine zweite Strecke dazu. Und auch das ist prinzipiell wahrscheinlich noch nicht ganz so interessant, außer wir machen die beiden oder wir geben den beiden eine ganz bestimmte Länge. Und ich meine, da können wir uns jetzt theoretisch irgendwas ausdenken. Und ich habe mir mal überlegt, wir nehmen einfach das Verhältnis von A und B. Also A ist ja die längere Seite, also die lange Seite durch die kurze Seite. Und das Verhältnis soll genauso lang sein wie das Verhältnis zwischen der ganzen langen Strecke, also beidem zusammen sozusagen, zur langen Strecke, also zu A. So, ich kann dir nicht genau sagen, ob es das wirklich gibt, aber das können wir uns jetzt mal angucken. Und damit wir nicht immer A durch B schreiben müssen, geben wir dem Ganzen jetzt einfach mal irgendeinen Namen. Und griechische Buchstaben bieten sich da immer an. Also nehmen wir einfach, das ist ein Phi. Phi ist einfach nur ein griechischer Buchstabe. Nichts Abschreckendes, einfach nur ein griechischer Buchstabe. Okay, dann lass uns doch mal gucken. Erstmal wollen wir rausfinden, was denn, ob das wirklich so besonders ist, wie es jetzt hier aussieht. Also wir können ja erstmal gucken, also wir haben ja gerade gesagt, Phi ist a plus b durch a. Naja, das ist ja das gleiche wie a durch a. A durch a ist 1. Und b durch a, also kann ich ja noch einmal hinschreiben, plus b durch a. Aber b durch a ist ja das gleiche, also ist das Reziprok von a durch b. Und wenn a durch b Phi ist, dann ist b durch a 1 durch Phi. Das heißt, wir haben jetzt hier was ziemlich Cooles. Und zwar Phi ist genauso groß wie 1 plus 1 durch sich selbst. Wie cool ist das denn? Also wenn du das Reziprok von Phi nimmst, also wenn du diese seltsame Zahl, die es hoffentlich auch gibt, einfach nimmst und 1 durch diese Zahl teilst und dann nochmal 1 drauf addierst, kommst du zu der Zahl. Sie definiert sich also irgendwie durch sich selbst. Und das ist schon irgendwie pretty neat. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir können noch 1 abziehen zum Beispiel. Dann kommen wir nämlich noch auf eine andere ganz coole Sache. Und zwar, dass 1 durch Phi, also das Reziprok von Phi, ist genauso groß wie, und jetzt halte ich fest, Phi minus 1. Wie geil ist das denn? Also, das heißt im Endeffekt, wenn du die Zahlen nimmst und 1 abziehst, kommst du genau auf das Multiplikativ-Inverse von der Zahl. Ich meine, du kannst ja mal, spiel mal mit ein paar Zahlen rum. 2 oder 3 oder 4 oder 5,7839. Und das wird nie hinhauen natürlich. Aber es gibt eine Zahl, bei der das genau so funktioniert. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Aber wir sind natürlich immer noch nicht fertig. Und zwar würde ich mir das hier gerne nochmal ein bisschen genauer angucken. Phi ist gleich 1 plus 1 durch Phi. Ich schreibe das gleich immer nochmal hin. Also Phi ist gleich 1 plus 1 durch. So, und anstatt jetzt Phi hinzuschreiben, kann ich einfach sagen, okay, Phi ist definiert als 1 plus 1 durch. Und Phi ist ja definiert als 1 plus 1 durch. Als 1 plus 1 durch. Phi, was aber definiert ist als 1 plus 1 durch 1 plus 1. Und du siehst, glaube ich, schon, wo das hingeht. Und das ist ja wohl mal richtig, richtig unglaublich. Also finde ich zumindest, ich weiß, das ist halt ein unendlich langer Bruch, der jetzt hier weitergehen würde. Und das ist die rekursive Definition von dieser Zahl sozusagen. Und okay, jetzt habe ich dir hier ein paar ziemlich coole und auf jeden Fall einzigartige Eigenschaften von irgendeiner komischen Zahl gezeigt. Aber irgendwie doof, wir wissen noch nicht mal, ob es die Zahl überhaupt gibt oder anders gesagt, ob die Zahl überhaupt einen Wert hat. Also würde ich sagen, gucken wir uns das nochmal an. Und zwar schlage ich einfach mal vor, wir nehmen die Formel hier oben, die hier, und quadrieren die einfach mal. Also sprich, wir rechnen einfach mal Phi auf beiden Seiten. Also kommt links raus, Phi Quadrat ist gleich, so Phi, 1 mal Phi ist Phi und 1 durch Phi mal Phi ist 1. So, und
Okay, eigentlich müssen wir uns das ja auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Ich weiß nicht, ob es jetzt sofort aufgefallen ist, aber was hier steht ist, dass Phi, also diese ominöse Zahl, plus 1 genauso viel ist wie Phi zum Quadrat. Das ist genauso eine geile Eigenschaft wie die hier oben eigentlich. Also es sagt im Endeffekt so viel wie, wenn du diese komische Zahl nimmst und 1 abziehst, bekommst du das multiplikativ inverse. Und wenn du einfach 1 draufrechnest auf die Zahl, bekommst du die Quadratzahl davon. Und das ist, also ich finde das unwahrscheinlich unglaublich. Aber okay, machen wir erstmal weiter. Wir wollten ja erstmal gucken jetzt noch, ob die Zahl überhaupt irgendeinen Wert bekommen kann. Sprich, ob die Zahl wirklich existiert. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich schon relativ offensichtlich. Ich kann ja einfach mal dieses Phi plus 1 hier abziehen von beiden Seiten. Und dann komme ich auf Phi Quadrat minus Phi minus 1 ist gleich 0. Und das ist ja eine normale quadratische Gleichung. Das können wir einfach lösen. Also wenn wir die Mitternachtsformel nehmen, ich schreibe mal die Koeffizienten hin. Also hier steht ja sozusagen ein a vor, hier ein b und hier ein c und hier unten schreibe ich nochmal hin. Also a ist in dem Fall jetzt gleich 1 und b ist gleich minus 1 und c ist auch gleich minus 1. Und ja, wie gesagt, jetzt können wir uns einfach die Mitternachtsformel nehmen und ausrechnen, wie groß Phi sein muss. Ich wechsle nochmal die Farbe, einfach nur, weil es Spaß macht. Also Phi ist gleich minus b, also minus minus 1 ist 1, plus minus. Und wir gucken uns jetzt gleich nur noch den Plusteil an. Immerhin, das sind ja positiv lange Seiten sozusagen. Also sie haben ja beide eine positive Länge. Da muss das Verhältnis natürlich auch positiv sein. Also plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 1 zum Quadrat ist 1 minus 4ac, also 4 mal a ist 4 mal c ist minus 4, also minus minus 4 ist das gleiche wie plus 4. Und das Ganze durch 2a und a ist 1, also durch 2. So, das Ganze lässt sich noch ein bisschen zusammenfassen, ist also 1 plus Wurzel 5 halbe. Und das sieht doch gut aus. Das sind alles drei, auf jeden Fall Zahlen, mit denen man irgendwie rechnen kann. Das heißt, Phi scheint echt zu existieren. Also noch fix ausgerechnet, 1 plus und Trommelwirbel werden jetzt, glaube ich, angemessen. Wir sind kurz davor, eine echt mysteriöse Zahl zu sehen, geteilt durch 2. 1,618, 1,618, 0,339,888, wenn ich mich ganz über. Auf jeden Fall geht es unendlich weiter. Wie gesagt, da Wurzel 5 irrational ist, ist Phi auch auf jeden Fall irrational. Und ich überlasse es mal dir, dass du dir jetzt hier die ganzen Dings nochmal anschaust, die ganzen coolen Eigenschaften, die wir rausgekriegt haben, also das Quadrat und das Reziprok. Was ich jetzt machen möchte, ist dir auf jeden Fall zeigen, warum Phi so unwahrscheinlich genial ist und warum das jedes Mal meinen Kopf sprengt, wenn ich drüber nachdenke. Phi ist ein Verhältnis, das überall in der Natur vorkommt. Und nicht nur in der Natur, also auch in der Mathematik kommt das natürlich überall weiter vor. Also zum Beispiel, wenn ich dir jetzt versuche, hier so einen Stern hinzuzeichnen. Also alle Seiten gleich lang, so ungefähr, dann ist die Länge dieser Seite im gleichen Verhältnis, oder das ist ja denn die lange Seite, die Seite durch die Seite hier, also durch die kürzere, durch die Seite hier, ergibt Phi. Ist genau das richtige Verhältnis sozusagen. Es wird auch als das perfekte Verhältnis oder der goldene Schnitt wird es auch oft genannt. Ich bleibe oft eigentlich lieber bei Phi einfach nur, weil ich auch finde, dass sich Phi schön anhört. Und das Gleiche gilt per Definition natürlich auch für die Länge der ganzen Seite. Also ich brauche noch neue Farben. Wo habe ich noch Farben? Hier habe ich noch ein dunkles Grün. Also diese lange Seite, ups, diese lange Seite per Definition von dem, was wir hier oben gemacht haben, ist dann natürlich auch im goldenen Schnitt oder im perfekten Verhältnis zu dieser orangen Seite hier zum Beispiel. Oder auch zu dieser kurzen Seite hier. Und das Gleiche lässt sich auch anwenden, wenn du ein Pentagon zeichnest zum Beispiel. Also auch wieder alle Seiten gleich lang. Sieht ungefähr so aus. Und wenn du jetzt diese Seite hier nimmst, also so eine Art, ja, die Diagonale sozusagen, dann ist es auch wieder so, dass diese lange Seite geteilt durch diese kurze Seite auch wieder genau dieses goldene Verhältnis hier ergibt. Und das finde ich, ist echt unglaublich, aber die besten Sachen kommen eigentlich noch. Phi wirst du echt überall finden. Also in der Natur, in der Kunst ist es oft benutzt worden, in der Architektur. Und Architektur ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Wir können uns nämlich selber auch was ganz Cooles konstruieren. Und ich wette, das würde dich auf jeden Fall umhauen. Also stell dir einfach vor, ich zeichne jetzt einfach mal so eine Art goldenes
goldenes Rechteck. Oder ich deute es zumindest an, weil ich jetzt hier kein vernünftiges Tool habe, um gerade Linien zu zeichnen. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und jetzt hier noch drüber. Ups, das war nicht so schön. Also nochmal. Und hier rüber. Zack, zack. Okay, stell dir einfach vor, also das hier nennen wir jetzt, das ist die Seite A, das ist die Seite B. Und ich sage, wir konstruieren uns dieses Rechteck jetzt einfach so, dass A und B genau im goldenen, also im Verhältnis Phi zueinander stehen. Und jetzt mache ich einfach mal was ganz Cooles. Ich nehme jetzt einfach von diesem Rechteck ein Quadrat weg. Zack, das B mal B ist. Okay, das sieht nicht ganz aus wie ein Quadrat. Ich mache es noch ein bisschen kleiner. So vielleicht. Also, dass die Seite hier unten auch B ist. Die Seite ist dann B, die Seite ist B. Das heißt, das Ganze hier ist B. Das heißt, die Seite hier muss ja dann A minus B sein. Und die hier drüben ist natürlich auch B. So, und jetzt können wir uns ja mal angucken, das ist jetzt die lange Seite. Was ist denn eigentlich B durch A minus B? Also, B durch A minus B. Und jetzt mache ich was ein bisschen, ich drehe es ein bisschen rum. Also ich nehme jetzt einmal das Reziprok hiervon. Das wird natürlich eine andere Zahl ergeben. Deswegen nehme ich das Reziprok hiervon und nehme von dem, was da rauskommt, nochmal das Reziprok. Also 1 durch A minus B durch B. Das heißt, wenn ich zweimal das Reziprok nehme, also zum Beispiel von 5, das Reziprok ist ein Fünftel und wieder das Reziprok ist wieder 5. Das heißt, eigentlich habe ich die Zahl nicht verändert, sie sieht nur ein bisschen anders aus. So, und jetzt können wir gucken, was dabei rumkommt. Also das ist ja das gleiche wie 1 durch A durch B, A durch B, minus B durch B ist 1. Und das ist ja das gleiche wie A durch B, das ist ja per Definition hier von uns, haben wir das ja Phi genannt, Phi minus 1. So, und was ist Phi minus 1? Ja, genau, das war eine von diesen genialen Eigenschaften, dass Phi minus 1 das gleiche ist wie das multiplikativ Inverse von Phi, also durch 1 durch Phi. Und wenn ich durch einen Bruch teile, ist das das gleiche wie einfach mit dem Reziprok multiplizieren, also 1 mal Phi. Und 1 mal Phi ist Phi. Das heißt, die beiden Seiten hier, ich wechsle mal wieder die Farben, damit es besser aussieht, die beiden Seiten hier sind auch wieder im perfekten Verhältnis zueinander. Das heißt, ich kann jetzt einfach genauso weitermachen. Das heißt, ich schneide jetzt von dem übrig gebliebenen Rechteck hier, schneide ich einfach auch wieder so ein Quadrat aus. Diesmal aber auch wieder mit der kürzeren Seite, also mit 1 minus b Länge. Also so hier. Und dann bleibt ja wieder ein Rechteck übrig, das wieder im Verhältnis von 1 zu Phi ist. Und dann kann ich das wieder machen. Und dann kann ich das wieder machen. Ich brauche mehr Farben. So. Zack, 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 zack. Und okay, du siehst, das alleine schon ziemlich cool, dass man jetzt sich irgendwie so ein Design hier anfertigen kann. Du kannst dir vorstellen, du könntest jetzt immer und immer weitermachen. Und umso größer du anfängst, umso genauer wird das natürlich hier unten. Aber jetzt zeige ich dir noch was richtig Unglaubliches. Mach einfach Folgendes. Du nimmst die Ecke hier oben und nimmst dann die gegenüberliegende Ecke. Und zwischen den beiden zeichnest du einfach einen Viertelkreis. Ungefähr so. Und dann machst du das gleiche wieder. Von der Ecke zu der Ecke zeichnest du auch wieder einen Viertelkreis. Und von der Ecke zu der gegenüberliegenden Ecke auch wieder einen Viertelkreis. Dann immer so weiter. Und so weiter. Und du siehst schon, wo das ganz hinführt. Das wird eine Spirale. Also genauso eine Spirale, wie man auch überall in der Natur sieht. Hier, ich meine, gut, warum soll ich das überhaupt nachzeichnen? Das ist ja offensichtlich, aber trotzdem, nur dass du es einmal gesehen hast. Hier, das ist auch, also immer wenn du eine Spirale siehst, kannst du eigentlich immer an dieses Phi denken, an diese magische Zahl mit diesen unglaublich coolen Eigenschaften. Und das Ganze, nur um dich nochmal daran zu erinnern, kam eigentlich nur aus der echt simplen Idee, dass man genau das eine Verhältnis nimmt, das genau diese Eigenschaften hier hat. Das heißt, die ganze Mathematik, die wir bisher gemacht haben, drückt im Endeffekt nur aus und zeigt übrigens auch ziemlich schön mit den ganzen coolen Eigenschaften, dass es echt was Besonderes ist. Also wie gesagt, wir haben ja auch unwahrscheinlich besondere Eigenschaften hier rausgekriegt mit diesem Reziprok oder mit dem Quadrat der Zahl. Und wie gesagt, Phi taucht auch überall in der Kunst auf. Also hier oben rechts habe ich dir jetzt mal ein Kunstwerk hingemacht von Salvador Dalí. Das Abendmahl heißt das. Und die meisten, oder oft sieht man in der Kunst Phi nicht explizit, das heißt, es wird nicht irgendwie direkt darauf hingearbeitet, dass man das sieht, aber Salvador Dalí hat es gerade in dem Bild echt außergewöhnlich oft gemacht. Also zum Beispiel ist das ganze Bild erstmal im Verhältnis 1 zu Phi, also wenn das hier 1 ist, dann ist die Seite hier unten, Phi lang. Und er hat unwahrscheinlich oft echt, also hier, siehst du ja wieder die Pentagone, die wir eben schon hatten, da kommt Phi wieder drin vor.
dann kannst du auch so coole Sachen machen wie hier, das Bild einfach genau da teilen, wo dieser komische Typ hier ist oder auch bei dem Typ hier drüben. Und nimmst dann die lange Seite, die dann entsteht, und teilst sie durch die kurze Seite, das ist auch wieder Phi. Oder auch hier beim Tisch überall. Also, und nicht nur in der Kunst kommt Phi vor. Genauso gut auch der menschliche Körper, die Proportionen des menschlichen Körpers bestehen in allen möglichen Formen und Varianten aus Phi. Also du kannst es auch bei dir selber nachmessen dann. Nimm mal zum Beispiel deine komplette Höhe, also von unten bis oben. Das ist übrigens wie heißt das denn? Der vesuvianische Mensch, glaube ich, von Leonardo da Vinci. Also miss mal deine Höhe von ganz unten bis ganz oben. Das ist deine lange Seite und die teilst du durch die Höhe von ganz unten bis zu deinem Bauchnabel. Und was kommt raus? Phi. Oder du nimmst einfach deine komplette Armlänge und das ist die lange Seite und teilst sie durch die Länge hier von der Länge deines Mittelfingers bis zu deinem Ellbogen. Oder auch, du kannst natürlich auch hier dein Oberschenkel, wollte ich schon sagen, deinen Oberarm nehmen als kurze Seite und kannst das hier als lange Seite nehmen. Oder auch in deinen Zähnen echt überall. Phi kommt echt überall vor und ist eine enorm mysteriöse Zahl mit unwahrscheinlich coolen Eigenschaften. Also ich hebe es mal nochmal ein bisschen vor, dass du sie vielleicht nochmal extra siehst. Und ich kann dir nur empfehlen, dich einfach noch ein bisschen mehr dazu zu belesen. Es gibt noch unwahrscheinlich viele Sachen, die ich jetzt nicht gesagt habe, aber ich hoffe, dass eine Sache auf jeden Fall hängen geblieben ist. Phi ist echt unglaublich.